Manche Autos schwimmen derart mit der Masse mit, dass man auf einem Supermarktparkplatz fast einen Fernbedienungsschlüssel braucht, um sie zu finden. Das gibt es beim Lexus IS300H nicht, denn den gibt es kein zweites Mal auf einem Supermarktparkplatz. Und wer wirklich nicht auffallen will, der kann im EV-Modus davonschleichen. Das Lexus-Design war in der Vergangenheit oft gekennzeichnet durch übertriebenes Understatement. Das ist jetzt endgültig vorbei. Der IS300H hat schon den neuen Diabolo-Grill und der wirkt wirklich aggressiv. Gut gelungen ist auch die Seitenlinie und die zieht sich hinauf ganz schön bis zum Rücklicht. Und der IS300H sieht nicht nur sportlich aus, er ist es auch von 0 auf 100 in 8,3 Sekunden. Ein guter Wert, aber angesichts von 223 PS Systemleistung hätten wir sogar etwas mehr erwartet. Offiziell zählen aber ohnehin nur die 181 PS aus dem 2,5 Liter Vierzylinder und dann passt der Wert wieder. Zum Verbrauch 4,3 Liter sind es, die der IS300H laut Werk verbraucht. Im Test lagen wir im Startbereich sogar bei 5,1 Liter. Das ist wirklich ein sensationeller Wert bei braver Fahrweise. 7 sind so im Schnitt gewesen. Wer sich auf die Autobahn verirrt, naja, da ist der Vorteil des Hybriden futsch. Am Fahrwerk wurde ordentlich Hand angelegt, es gibt sich keine Schwächen, sehr sportlich, ohne bei der Fahrt auf eine Bandscheiben-OP hinzuarbeiten. Auch die direkte Lenkung verstärkt das sichere Fahrgefühl, die Rückmeldung vom Heck des hinterradgetriebenen Japaners kommt am allerwertesten des Fahrers exakt an. Sinnvoll auch der Fahrmodusregler, auf den sich die Wünsche und Befindlichkeiten des Fahrers übertragen. Eco für den Sparmeister, Normal für den Alltag, Sport für den Eiligen und Sport S für alle, die rasch im Kino gesehen haben. Das stufenlose 6-Gang-CVT-Getriebe wirkt im Übrigen ruckfrei. Stellt sich noch die Frage, warum sich ein IS300H nicht so gut verkauft wie zum Beispiel ein BMW 3er. Ist es das Image? Ein schlechtes Image hat er bei Gott nicht, dieser Lexus IS300H. Vielleicht fehlt es aber an den Emotionen, die mit dieser Marke in Verbindung gebracht werden. Noch kurz zum Preis. Los geht's ab 36.900 Euro und die getestete Version in der Executive-Ausstattung kostet 46.600 Euro.